was zuletzt geschah. Das Gröhlen war jetzt im unteren Flur angekommen und bewegte sich auf ihr Zimmer zu. Das Licht, welches unter der Türe zu sehen war, erlosch. Es war jetzt totenstill. Sie hielten die Luft an und lauschten in die Stille. Die Kamera ging aus, so wie das K2-Meter. Batterien leer? Fragten sie sich. Dann wurde das Rauschen in der Ghostbox lauter. Schwere Schritte vor der Tür. Debbie fühlte sich, als schnüre ihr jemand die Kehle zu. Ihre Angst steigerte sich immer mehr. Eine tiefe Stimme aus der Ghostbox. Kommt ihr raus oder soll ich reinkommen? Den drei Geisterjägern gefror das Blut in den Adern. Sie starrten mit aufgerissenen Augen auf die Tür. Und nun die Fortsetzung. Ein heftiger Schlag gegen die Tür. Die drei Freunde zuckten zusammen und Debbie gab einen Schrei von sich. Die Türe samt Türrahmen ächzte, als würde jemand sie eindrücken wollen. Licht war wieder unter der Türe zu sehen und ein leuchtender Nebel kam unter der Türe in den Raum. Das K2-Meter spielte total verrückt und Trent schaltete die Kamera an seine Smartphones ein. Das wäre alles Exklusivmaterial, was man als Special für Kanalmitglieder präsentieren könnte. Er nahm den Nebel ins Visier. Dieser kam immer näher. Es waren kontrollierte Bewegungen, nicht einfach nur irgendein Nebel. Er kroch erst ein paar Zentimeter nach links, änderte dann aber abrupt nach rechts und auf sie zu. Der Raum füllte sich wieder mit eisiger Kälte, die von diesem Nebel ausging. Das war ganz klar zu spüren. Ein Schrei ertönte im Flur, ein Schlag gegen die Tür und blitzartig war alles vorbei. Der Nebel löste sich schlagartig auf. Und es war, als wäre nichts passiert. Die drei Geisterjäger hatten gerade den absoluten Adrenalinkick erlebt. Sam sah Trent an und sagte aufgeregt, »Hast du das alles drauf? Sag mir bitte, dass du das alles drauf hast!« Sam und Debbie sahen Trent mit großen Augen fragend an. Trent grinste bereit. »Klar, was denkt ihr denn?« »Ja«, riefen Sam und Debbie synchron. Sie gaben sich alle ein High Five. Eigentlich wäre jetzt höchste Zeit zu schlafen. Aber wie sollte man nach so einem einschlägigen Erlebnis jetzt noch schlafen? Sie sahen sich alle Aufnahmen noch einmal an und kamen eindeutig zu dem Schluss, dass es absolut authentisch war. Nichts entsprang ihrer Fantasie oder Einbildung. Es war alles real. Sie waren sichtlich ergriffen und konnten es gar nicht fassen. Ob andere Geisterjäger hier schon die gleichen oder ähnliche Erlebnisse hatten? Die Berichte, die sie bisher gesehen hatten, waren alle nicht so spektakulär wie das, was sie gerade erlebt hatten. Am Morgen machten sie sich auf den Weg, um das Gebäude zu untersuchen. Sie mussten sich unbedingt einen Überblick verschaffen. Waverly Falls war riesig. Die Kameras im Anschlag gingen sie durch die Flure und dokumentierten alles, was sie sahen. Sie würden sich nicht das komplette Gebäude ansehen können. Dafür war es definitiv zu groß. Aber sie wollten zumindest so viel wie möglich erkunden. Nach der vergangenen Nacht schrie es förmlich danach. Auf jeden Fall wollten sie wissen, was über ihnen in der Etage ist, wo sie das Poltern und das Gröhlen zuerst hörten. Da musste ein Hotspot sein. Vielleicht der Ursprung des Ganzen. Wer weiß. Sie waren von der vorigen Nacht immer noch so geflasht, dass sie nicht aufhören konnten, sich über verschiedene Erlebnisse der Nacht zu unterhalten. Es war einfach das Spektakulärste, was die drei Freunde jemals erlebt hatten. Auch wenn Debbie unbändige Angst hatte, war es kein Hindernis, die Untersuchung abzubrechen. Schließlich war ja nichts passiert. Es würde schon alles gut gehen. Sie waren zu dritt und würden schon gegenseitig auf sich aufpassen. Ed, Lorraine, Nick, Katrina und Hans war auch nie was passiert. Und sie hatten wesentlich extremere Erlebnisse. Also machte Debbie sich auch keine Sorgen mehr. Sie würden hier mit Respekt durch das Gebäude gehen und auch respektvoll mit den Entitäten umgehen. Niemand sollte hier zu Schaden kommen. Das Treppenhaus war dunkel, da es keine Fenster dort gab. Da kamen die Taschenlampen zum Einsatz. Hier war es, im Gegensatz zu den Fluren und Zimmern, in denen sie bisher waren, nicht so schmutzig und es lagen auch keine Gegenstände oder Müll herum.
Hier hatte allerdings jemand den Satz »Willkommen in der Hölle, Eindringlinge« an die Wand geschrieben. Es sah aus, als hätte man es mit Blut geschrieben, aber es war sehr wahrscheinlich nur rote Farbe. Einen Treppenlauf höher, noch ein Satz. »Der Tod ist erst der Anfang, für dich jedoch das Ende.« Debbie bekam dabei eine Gänsehaut. Wer hatte das wohl geschrieben und warum? Sie machte davon ein Foto. Vandalismus wie diesen gibt es leider immer wieder in Lost Places. In der zweiten Etage angekommen, sahen sie zunächst durch das kleine Fenster in der Türe in den Flur dieser Etage. Nichts zu sehen und alles ruhig. Trent öffnete langsam die Türe. Ein leises Quietschen des Scharniers. Er streckte den Kopf in den Gang und sah sich kurz um. »Alles klar, kommt«, sagte er. Und die drei gingen durch die Tür in den Flur. Hier sah es nicht so schmutzig und durcheinander aus wie unten. Die Wände waren ja auch nicht in diesem Zustand. Alle Türen der Zimmer standen offen und die Sonne schien in den Flur, sodass alles sehr hell war und sie alles gut sehen konnten. Irgendwo tropfte ein Wasserhahn, ansonsten war kein Geräusch zu hören. Trent, Debbie und Sam gingen in einen fensterlosen Saal, welches ein Operationssaal gewesen sein musste. Ein großer, runder Strahler, den man von OP-Sälen kennt, hing an einem Schwenkarm von der Decke. Sam sah in die Kamera und sagte, »Hier hat man wahrscheinlich Operationen durchgeführt, oder es hatten hier sogar Dr. Brewsters bestialische Experimente stattgefunden.« Den Freunden lief ein Schauer über den Rücken bei dem Gedanken. Ein Spiegel an der Wand, auf dem jemand in den Staub, der sich darauf gelegt hatte, das Wort Hölle geschrieben hatte. »Leute, seht euch das an!« Trent bückte sich und hob etwas vom Boden auf. Er hielt es in Sams Kamera. »Dies ist eine elektrische Knochensäge«, sagte er und führte weiter aus. »Damit hat Dr. Brewster vielleicht die Schädel seiner Opfer geöffnet.« Und machte damit eine Bewegung, als würde er etwas damit aufsägen. Danach legte er die Säge wieder an ihren Ort zurück und ging weiter zu einem Metallschrank, dessen Scheiben total verstaubt waren, sodass man kaum erkennen konnte, was sich im Inneren befand. »Was da wohl drin ist?«, fragte Sam neugierig. Die Türen des Schranks waren jedoch verschlossen und es war weit und breit kein Schlüssel zu finden. Also ließen sie den Schrank ungeöffnet zurück, da sie den Kodex des Urban Exploring befolgten, der besagte, dass nichts an einem Lost Place aufgebrochen, zerstört, beschädigt oder mitgenommen werden darf. Daran hielten sie sich strengstens und betonten dies bei ihren Erkundungen auch immer wieder. Sie gingen wieder in den Flur zurück, um das nächste Zimmer zu untersuchen. Es war ein kleinerer Raum mit einem alten Schreibtisch und einem Sessel dahinter. An den Wänden hingen noch Bilder von verschiedenen Darstellungen des menschlichen Gehirns. Ob dies das Büro von Dr. Brewster war? Ein Regal mit verstaubten Büchern auf der gegenüberliegenden Seite. Alte Spinnweben zierten die meisten Bücher, was dem Ganzen einen etwas gespenstischen Anblick verlieh. Es erinnerte an alte Schwarz-Weiß-Gruselfilme. Hier würden sie heute Abend herkommen und dem Dunkeln filmen. Das würde das Horrorfeeling verstärken. Darauf fahren Horrorfans total ab, dachte Trent. Vielleicht würden sie direkten Kontakt mit der Entität haben, die sie gestern Abend gehört und die zu ihnen gesprochen hatte. Er bekam bei dem Gedanken eine Gänsehaut und lächelte, weil er schon konkrete Vorstellungen hatte, wie er alles in Szene setzen würde. In den meisten Zimmern war nichts mehr zu finden. Als sie eine Etage höher gingen, hörten sie wieder dieses Poltern in der untersten Etage. Sie sahen sich an. »Los!«, rief Trent, und sie liefen los, um zu sehen, wer oder was das war. Sie stürmten die Treppe hinunter und in den Flur, wo das Geräusch herkam. Als sie im Flur standen, hörten sie Wasser tropfen. Dann einen markerschütternden Schrei, den sie in der Nacht zuvor durch die Ghostbox hörten. Dann zog ein scharfer Luftzug durch den Gang. Es war eiskalt. Die drei Geisterjäger schüttelten sich. Ein Knurren in einem der Räume. Als würde ein Bär knurren. Sie blieben wie angewurzelt stehen und sahen gespannt in die Richtung. Dann Schritte, wie von einem großen Tier. Trent hielt die Kamera und nahm alles auf. Jetzt bildete sich ein Schatten im Flur, als käme etwas Großes aus dem Zimmer.
Langsam gingen sie rückwärts zum Treppenhaus. Der Schatten kam aus dem Zimmer, aber es war nichts Körperliches, was ihm folgte. Nur ein großer Schatten, der jetzt auf die drei Freunde zukam. Ein Brüllen, ähnlich dem eines Bären. Die drei drehten um und rannten los. Sie wollten erst einmal aus dem Gebäude laufen, aber sie fanden den Ausgang nicht. Er war einfach weg. Sie verstanden es nicht. Wie kann denn ein Ein- und Ausgang einfach nicht mehr da sein? Jemand spielte mit ihnen. Also mussten sie wieder in ihr Zimmer, was sie sofort wieder verbarrikadierten. Ungläubig starrten sie auf die Tür. Das Knurren war jetzt genau dahinter zu hören. Was war denn das für eine Kreatur, die sie hier jagte? War es gefährlich oder nur ein Geisterecho? Sie wollten es lieber nicht herausfinden. Jetzt bemerkten sie etwas, was allen den Atem verschlug und sie komplett aus der Fassung brachte. Es wurde schlagartig dunkel, aber nicht nur im Zimmer, sondern auch draußen. Es war erst Mittag. Gerade war noch die Sonne am Himmel und jetzt Dunkelheit. Das war definitiv nicht normal. Sie machten ihre Lampen an. An der Wand vor ihnen, neben der Tür, bildeten sich Buchstaben, die wie in Blut geschrieben wurden. Es war der Satz: Heute Nacht werdet ihr sterben. Debbie stieß einen kurzen, hohen Schrei aus. Dann flüsterte sie: Das ist kein Spaß mehr. Trent entschied sich sofort live zu gehen, um es alles für ihren Kanal und ihrem Publikum zu dokumentieren. Debbie sah ihn fassungslos an. Bist du bescheuert? Da draußen lauert eine Bestie und du hast nichts anderes zu tun, als die Kamera anzumachen? Er winkte ab. Es dauerte nicht lange und die Leute wurden darauf aufmerksam und sahen gespannt zu. Der Chat explodierte wieder. Einige hielten es für gestellt, andere empfahlen den Dreien, das Gebäude sofort zu verlassen. Das K2-Meter und die Ghostbox gingen plötzlich an. Aus der Box kam eine weibliche Stimme. Ich habe euch gewarnt. Jetzt ist der Doktor wieder da. Ihr werdet ihm nicht entkommen. Gestern konnte ich noch aufhalten. Es tut mir leid, ich... Die Stimme brach ab und draußen war ein gellender Schmerzensschrei, gefolgt von einem Brüllen zu hören. Was mochte sich da draußen abspielen, fragte sich Debbie. Sie hatten jetzt alle drei extreme Angst, ja Todesangst. Sie wussten nicht, wie sie dieser Situation entkommen sollten. Aus dem Fenster konnten sie auch nicht, da diese aus Sicherheitsgründen mit Gittern versehen waren. Dieser Raum war, was sie jetzt erst feststellten, der einzige, in dem sie bisher waren, der keine zweite Türe besaß, in der man in einen Nebenraum gelangen konnte. Jetzt kam die tiefe Stimme wieder durch die Ghostbox, wie in der Nacht zuvor, und sagte: Jetzt kommt der Doktor und wird ein paar Untersuchungen vornehmen. Die drei erschraken, als die Türe krachend aufflog und Dr. Brewster im Rahmen stand. Ein großer Mann, Glatze und eine runde Brille. Er war ein wenig durchsichtig und ein Leuchten umgab ihn. Er sah die drei böse grinsend an und machte eine Handbewegung, als würde er sie zu etwas einladen wollen und sagte: Darf ich mich vorstellen? Dr. Andrew Brewster, ich werde euch helfen. Debbies Schrei hallte durch den Raum. Trent hatte zwar genauso viel Angst wie Sam und Debbie, filmte aber trotzdem weiter. Er konnte einfach nicht anders. Brewster bewegte sich langsam, aber zuckend, wie eine Bildstörung in einem alten Fernseher auf sie zu. Die drei Freunde wichen zurück. Sam wandte sich an Trent. Was machen wir jetzt? Trent sah die beiden Freunde an und rief: Lauft! Sie rannten in Richtung Tür an Brewster vorbei, doch Sam schaffte es nicht. Brewster hielt ihn fest. Er war geschockt und konnte sich plötzlich nicht mehr bewegen. Der Griff des Doktors brannte, als würde er seinen Arm über einem Feuer halten. Er wollte schreien, doch er bekam keine Luft. Sam wurde bewusstlos. Als Trent und Debbie aus dem Raum waren, knallte die Türe hinter ihnen zu und alles war wieder still. Sie realisierten, dass Sam es nicht geschafft hatte und sie stürmten auf die Türe zu, öffneten sie. Aber der Raum war leer. Kein Brewster und auch kein Sam. Debbie fasste sich mit beiden Händen an den Kopf und flüsterte: Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Was haben wir nur getan? Die Live-Zuschauer ihres Kanals flippten regelrecht aus.
So etwas hatten sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Die Kommentare überschlugen sich. Die meisten forderten die beiden auf, das Gebäude sofort zu verlassen. Andere meinten, sie sollten Sam suchen und dann aus dem Gebäude fliehen. Als Debbie und Trent wieder einigermaßen klar denken konnten, wenn man das so nennen konnte, versuchten sie herauszubekommen, wo sich Brewster mit Sam befand. Es blieb eigentlich nur die Möglichkeit, in die zweite Etage zu gehen und dort nachzusehen. Sie gingen davon aus, dass sich da der Ort befand, wo sich Brewster aufhielt. Als sie in der Etage ankamen, hörten sie wieder ein Flüstern. Es waren die Geister von Waverly Falls, die sie warnen wollten. Sie bemerkten, dass der Flur, der vorhin noch relativ sauber war, jetzt genauso verfallen und schmutzig war wie der Flur im Erdgeschoss. Wasser lief von den Wänden, die mit Schimmel überzogen waren. Ungeziefer wimmelte überall. Debbie schüttelte sich vor Ekel. Die beiden gingen langsam und vorsichtig durch den Flur. Die Türe des OP-Saals öffnete sich einen Spalt und es drang das Licht des Strahlers in den Flur, der die Dunkelheit durchschnitt. Da mussten sie sein. Die Geisterstimmen drängten sie, Waverly Falls zu verlassen, weil sie sonst den Tod finden würden. Ein gefährlicher Dämon suchte diesen Ort heim, der mit Brewster die unschuldigen Seelen an diesem Ort quälte. Die beiden Freunde ignorierten die Warnungen, da sie ihren Freund aus den Fängen dieses wahnsinnigen Doktors befreien wollten, so sehr sie sich auch fürchteten. Als sie an der Türe angekommen waren, schauten sie durch den Spalt und es gefror ihnen das Blut in den Adern. Debbie hielt sich den Mund zu, damit sie nicht laut schreien würde. Sie sahen Sam, der auf einem OP-Stuhl gefesselt war und sein Kopf mit einem Gestell fixiert. Jetzt trat Brewster von hinten an ihn heran und hatte eine elektrische Knochensäge in der Hand. Trent schrie, »Nein!« und wollte durch die Türe stürmen. Doch er wurde von einer unsichtbaren Mauer aufgehalten. Dr. Brewster sah die beiden mit einem bösen Lächeln an und begann seine Arbeit. Er wandte sich Sam zu und setzte die Säge an seiner Stirn an, die schon eine markierte Linie hatte. Debbie und Trent schrien Brewster an, er solle ihren Freund in Ruhe lassen. Sie versuchten, in den Raum zu gelangen. Ohne Erfolg. Sie mussten zusehen, wie der Doktor den ersten Schnitt vornahm. Das Blut lief Sam über die Stirn und das Gesicht. Nach dem Sägeschnitt strömte das Blut aus seinem Kopf. Debbie übergab sich bei diesem Anblick, weinte schluchzend und ließ sich auf die Knie fallen. Trent musste sich auch übergeben, als Brewster Sam die Schädeldecke entfernte und sein Gehirn zu sehen war. Er drehte sich um und übergab sich in den dunklen Flur und brach jetzt auch in Tränen aus. Ein Knurren hallte durch den Flur. Der Dämon. Die beiden zuckten zusammen und rappelten sich auf, um den Flur zu verlassen und nach unten zu gelangen. Eine dunkle Wolke folgte ihnen. Der Dämon war hinter ihnen her. Als sie unten im Erdgeschoss vom Treppenhaus in den Flur ankamen, war es wieder hell. Waren sie aus dieser Geisterwelt entkommen? Hinter ihnen brüllte der Dämon und kam aus dem Treppenhaus hinter ihnen. Trent und Debbie hetzten in Todesangst durch den Flur und versuchten, den Ausgang zu erreichen. Er ließ die Kamera fallen. Debbie war etwa zwei Schritte hinter ihm. Das Brüllen hinter ihnen kam immer näher. Gleich würde er sie erwischen. Sie schrie vor Schmerz, als sie am Arm gepackt und zurückgerissen wurde. Der kalte Griff war fest und unbarmherzig. Trent drehte sich zu ihr um und sah, wie sie in eine dunkle Wolke gezogen wurde. Er sah ihren verzweifelten und angstverzerrten Gesichtsausdruck, den er nie wieder vergessen würde. Debbie verschwand und die Wolke löste sich auf. Das Brüllen verstummte. Trent blieb stehen und rief ihren Namen. Seine Stimme hallte durch die Flure. Kein Lebenszeichen von seiner Freundin. Vor ihm brach die Decke ein und er rannte los. Er schoss durch die Eingangstüren und erreichte den Hof des Waverly Falls. Er drehte sich um und betrachtete das Sanatorium.
Er hatte seine besten Freunde verloren. Nichts würde jetzt mehr sein wie vorher. Wie sollte er nur damit leben? Er brach zusammen und weinte. Debbie, Sam, oh mein Gott. Die Zuschauer waren geschockt und konnten jetzt durch die Kamera, die Trent fallen ließ, sehen, wie sich ein dunkles Wesen manifestierte und in die Kamera blickte. Glühende Augen kamen durch das Dunkel, das wie ein Gesicht schien. Und man hörte eine tiefe und beängstigende Stimme, die in die Kamera sprach. Wir holen euch alle. Dann brach die Verbindung ab.